schreibt man Crepe? Mit Doppel-P oder so? K-R-E-P-P. Ja, hätte ich jetzt auch getippt. So, herzlich willkommen zum nächsten Show Me Your Flat. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Show Me Your Flat 2.0 natürlich nicht zu vergessen. 2011 bin ich umgezogen. Offiziell im Juni. Und jetzt ziehen wir wieder um. Damals bin ich sozusagen alleine umgezogen. Das war sozusagen meine private Wohnung, wie auch unsere Location. Und jetzt sind wir ein ganzes Team und ballern hier richtig durch. Haben richtig viele geile Leute dabei, eine geile Community mit am Start. So, jetzt habe ich genug geredet, sonst werden die Videos viel zu lang. Aber ich wollte das nochmal loswerden. Es ist richtig sick. Es geht nämlich so langsam Richtung Ziel, man merkt es. Und alle ziehen nochmal richtig mit dran. So, was hat sich heute getan? Denn das möchte ich euch nochmal zeigen. Hier wird nur so langsam sicher Teppich ausgelegt. Ist so ein dunkelgrauer Teppich, da ist jetzt noch eine Folie drüber. Und wir haben uns gedacht, wir stellen jetzt hier auch noch zwei Couchen hin, machen noch ein bisschen LEDs oben, weil die Leute hassen mich so sehr, die hassen mich so sehr. Aber es soll ja alles gut aussehen für euch. Hier drinnen, der Raucherraum, da kommt ja jetzt auch Teppich rein. Ich weiß, Leute haben darüber diskutiert, warum denn Teppich? Ich möchte das mal ganz kurz aufklären. Ach so, haben wir noch gar nicht erzählt, das ist alles gestrichen. Tut mir leid. Vielleicht nicht so unwichtig, der Christoph hat hier gestrichen, der Paul hat hier gestrichen, ein paar andere Jungs haben hier gestrichen. Warum machen wir da Teppich rein? Wir wollen da gerne Fliesen, höchstwahrscheinlich. Dieser Teppich, der da reinkommt, der ist halt so günstig und wir haben ihn halt über, dass wir gesagt haben, okay, machen wir erstmal. Weil ich habe gelesen, oh, wie kann man nur Teppich reinlegen, das stinkt ja und so. Also, wenn wir mehr Zeit und mehr Geld besitzen, dann wird sich das auch ändern. Kann noch ein bisschen dauern. So, liebe Freunde, ah ne, warte, der Fahrstuhl ist nicht hier. Ah nein, die haben unten haben den auf. Ah, der ist nämlich auch von innen lackiert. Die Tür wurde ein bisschen geschliffen. Das sind wieder so Arbeiten, die keiner sieht. Aber so ist das halt. So, jetzt gehen wir hier nochmal durch. Junge, Junge, Junge! Junge! Entschuldigung. Die nächsten Tage, morgen oder so, werden wir den aufbauen oder übermorgen. Okay, so. Achso, da war's. Okay. Ja? Ja, Freunde, wir gehen schnell ins Helle, komm mit. So, was haben wir sonst noch so gemacht? Wir haben über Leisten gelegt. Jetzt hier in der großen Halle kann man vielleicht, also ist jetzt wirklich hier so weitestgehend hier erstmal fertig. Hier sind überall so Schienen, oder wie man die Dinger auch immer nennt. Und überall sind die, also ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, habt ihr wahrscheinlich schon, aber die hier habt ihr noch nicht gesehen. Das sind so Alu-Schienensysteme, wo mit so einer Gummilippe Branding reingezogen wird. Das wird am Ende ziemlich geil aussehen, kann ich nur sagen. Und da sind mehrere von da. Die sechste von sieben Klimaanlagen wird gerade eingebaut. Der Mann mit der Zigarette im Mund, während er arbeitet. Ja, das ist professionell. So läuft das. Wie mit dem P-Intake-TV. Ne? Das zieht sich bei uns auch bei den Handwerkern durch. Ja? So, guck mal da vorne. Oh mein Gott, haben wir noch nicht gesehen. Der Fabsen, ja, der Fabe ist auch noch gerade dran. Der hat diesen Teppich mit seinen eigenen vier Fingern gebaut. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Der hat, also komisch ist, dass er jetzt wieder ein T-Shirt an hatte, weil den ganzen Tag, ich weiß nicht warum, also warm war es hier jetzt nicht unbedingt, hatte der einfach Oberkörper frei und stand die ganze Zeit. Hat alles gemacht, was nur ging. Ja, komisch, jetzt hat er wieder ein T-Shirt an. Keine Ahnung warum, aber es ist wieder da. Vielleicht hat er es einfach vorher verloren. So. Ja, wir bleiben jetzt einfach live drauf, ja, weil hier vorne sieht man die LEDs von dem Gaming-Bereich, der so langsam aber sicher fertig ist. Da wurden noch ein paar Sachen verbaut, Kabellage, geht jetzt auch weiter. Der gute Martin müsste jetzt wieder da sein. Boah, und jetzt tut mir leid, Marius, normal sollen wir ja mal mehr schneiden, aber geht jetzt nicht, denn überall passiert was. Guckt euch mal an, hier erstmal da, beide LED-Dinger gehen schon, aber guckt euch das mal an, wenn ihr euch umdreht. Hoppala. Hier, Marius, du musst dich mit mir umdrehen. Zeig mir dieses Setup, weißt du? Fast so wie unser altes. Mit dem Licht und den Rechner, mit dem Tisch, mit den Fernsehern. Es sieht fast so aus wie vorher. Es sieht fast so aus wie vorher. Das Einzige, was fehlt, ist noch die Couch, aber die kommt ja noch. So, und dann ist auch wieder gut. Ja, kommt mal mit. Jetzt können wir mal wieder hier so einen kleinen... machen. Bis gleich. So hell war dieser Raum noch nicht. Liegt... fast nur der Lampe. Nein, aber Spaß beiseite, denn es wurde hier gestrichen zum ersten Mal. Vielleicht muss hier noch einmal drüber gestrichen werden. Der gute Alex ist hier mit am Start. Ja. Moin Alex.
Top motiviert, kam nach der Arbeit, hat er bis 7 gearbeitet. Jetzt ist meine Akku ist von der Uhr leer. Es ist spät, aber es ist auf jeden Fall da. Ja, es ist noch nicht ganz fertig gestrichen und es ist noch nicht komplett überall gestrichen. Aber darüber hinaus, erstens, dieser Türrahmen ist jetzt drin. Das muss jetzt hier mit so einer, hier kommt noch was drüber. Und die Fliesen. Wir haben öfter darüber geredet, die sind jetzt alle drin. Unten muss noch verfugt werden. Darüber wurde schon verspachtelt. Muss noch einmal fertig gemacht werden und dann wird das gestrichen. Morgen ist das hier fertig. Morgen ist das hier fertig. Geilo. So, ich habe noch ein bisschen mehr, kommt mal wieder mit. So, einer unserer Partner für unsere Bar, ja, Bex, ja. Aber Spaß beiseite, darum geht's gar nicht. Ist schon wieder soweit. Wir haben das hier noch alles lackiert. Wir hatten wirklich tatkräftige Leute, einige Helfer. Vielen Dank dafür. Unter anderem Maximilian und ein Kumpel von mir, der Patrick. Und noch andere, die hier alle lackiert haben, der Biber Norbert auch. Schön schwarz-rot, sieht alles wieder richtig schick aus. Hier sind wir auch gerade dran, ja, wird auch gerade noch lackiert, ist noch nicht komplett fertig. Auf beiden Seiten, aber wir fuschen nicht, ja, wir arbeiten ordentlich. Ist auf der Rückseite sozusagen auch schon fertig. Wir werden vielleicht hier so einen Raum hier, der wird vielleicht noch nicht komplett fertig sein. Ja? Der ist jetzt hier unser Werkzeugraum, aber ist egal, den brauchen wir fürs Event noch nicht unbedingt. Ist ein kleiner Raum, der halt noch nicht durch ist. So. Hier wurde auch schon lackiert. Dann diese Theke, haben wir die noch nicht gezeigt? Die hat uns der gute Micha aus Augsburg gebaut. Selbst gebaut bei sich zu Hause mit einem Sprinter aus Augsburg hier hingefahren, hat das Ding hier aufgestellt und hat gesagt, Dennis, das ist für dich. Also, was für ein Monster. Wirklich, ein Wahnsinnskerl. Die High-End-Lösung, vielleicht sollte er sich selbstständig machen, ja, hat uns hier das schön gebaut. Hier für Tastatur, Maus, Monitor. Und dann hier für Gäste, die hier was fragen können. Dann hat er uns mal eben noch, das war für ihn nur eine Mini-Kleinigkeit, ein Podest gebaut. Aber das war, da hat er gesagt, ja, das mache ich dir in 2 Minuten. Hat 5 Minuten gedauert. Da können wir hier Pokal draufstellen, PCs, Notebooks, unsere Partner präsentieren, was sonst noch alles geht. Dann müssen wir jetzt hier wieder raus. Hier wird noch rot gestrichen, im dunkleren Rot. Da oben das und davor auch noch was. Heizung haben wir noch lackiert. Vielen Dank an Halit, an Johannes. Geile Jungs. Ich werde auf jeden Fall ein paar Namen vergessen haben, es tut mir leid. Aber guck mal, die Jungs haben hier unter anderem, der Finn auch, das Ding hier einfach mal in schwarz lackiert. Es gibt bei uns in der Location gibt's einen Running Gag schon. Wir haben genügend schwarzen Lack, sage ich immer. Und wir haben genügend schwarzen Lack. Denn, wenn ihr noch ein bisschen weiter mitkommt, ja, wir haben auch das hier alles schwarz lackiert. Muss vielleicht noch einmal drüber lackiert werden. Und ja, ihr kommt jetzt noch mal mit, ich habe noch ein bisschen was. So, da sind wir wieder. Hier, der Mann, das ist der die Theke gebaut hat. Also die Theke in der Rezeption. Einfach mal so eben, easy peasy, mit dem Sprinter. Und die Franzi, die kennt ihr ja beide schon. Wie vieltes Mal seid ihr jetzt hier? Die bleiben jetzt auch nur für ein paar Tage. Ja, so 3 Wochen. Ja, die beiden sind auch gerade hier dran, die Küche fertig zu bauen. Beziehungsweise gebaut ist sie weitestgehend schon fertig. Sie wurde noch ein bisschen sauber gemacht, wird noch ein bisschen rumgestellt. Was krasseste eigentlich an dieser ganzen Geschichte ist, mal abgesehen davon, dass wir hier alles fertig gebaut haben, wir neue Füße übrigens unter diesen Ablagedingern haben, hier stand mal ein fucking Tresor. Hier stand mal ein fucking Tresor, der wog halt 500 Kilo, das ist nicht untertrieben. Wir haben ihn nicht mit 18 Mann getragen. Wir haben dann irgendwann reingeflext und alles und dann kam dann so Betonmischzeug raus. Und ja, das ist jetzt, das haben die alles rausgeholt, das war mega dreckig. Jetzt steht der bei uns vorne am Garageneingang. Aber wir wissen auch nicht, was wir da machen sollen. Die haben auch schon vor einem halben Jahr ausreißen können. Ja, aber wer? Wir sind davon ausgegangen, dass das Ding niemals hier rausgeht, weil das so schwer ist. Bis Erik gesagt hat, wir müssen jetzt hier rausholen, ich will hier einen Kühlschrank hinstellen. Da habe ich gedacht, oh nein. Ja, liebe Freunde, so sieht es momentan aus. Es werden noch viele Sachen erledigt. Es sind schon noch viel mehr passiert, die ihr alle jetzt vielleicht noch nicht gesehen habt. Es sieht schon ziemlich geil aus und es wird noch viel geiler. Ja, wie sagt man das? Endspurt, schon seit langer Zeit, aber es sind nur noch 3, 4 Tage. 4 Tage sozusagen. Heute ist Sonntag, Donnerstag geht's los. Checkt eure Tickets aus, taketv.net. Wenn ihr noch keins habt, kommt vorbei. Es wird ein fettes Event. 8 Counter-Strike-Spiel-Teams aus Europa. Die besten Teams, die man sich so vorstellen kann. Vor allem aus Deutschland mit dabei. Mousesports, Penta, Killerfische sind alle mit dabei. TSM ist mit dabei. Hellraiser ist mit dabei. Dignitas. Und wieder die beiden, die ich vergesse jedes Mal. Das sind immer die gleichen, ich weiß nicht warum. Checkt es auf jeden Fall aus. Das ist nämlich unser Acer Predator Masters, powered by Intel. Also in diesem Sinne, vielen Dank an alle geilen Helfer und wir sehen uns Donnerstag hoffentlich live hier in dieser Location.